Hallo und willkommen zurück zu Pupkes bei Benji Talk Pupkes. Und ich würde sagen, ich bedanke mich hier auch für 100 Abonnenten. Das ist eine coole Sache. 100 Abonnenten, hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe. Und ich würde sagen, wir machen heute auch zwei Runden Pupkes und am Ende gibt es für euch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Was verrate ich aber noch nicht, da bleibt ihr mal bis zum Ende dran, weil ich das selber noch nicht weiß, was ich verlosen möchte. So. Aber jetzt spielen wir es bei zwei Runden Pupkes und am Ende verrate ich, was es zu gewinnen gibt. Und ja. Aber jetzt erstmal hier Pupkes und dann verrate ich das am Ende. Also bleibt dran. Und dann wird es eine coole Sache. So, wir ich klicke hier raus. Vor den Toren Mühltas. Und zwar genau jetzt. So, landen wir da unten. Weil da ist auf jeden Fall auch ein Auto. Hundertprozentig. Keiner landet hier bei mir. Alle etwas weiter weg. Da hinten landet einer da direkt auf die Insel. Auch nicht schlecht. Und ich gehe gleich in das große Haus hier. Und es ist laggy. Ist gerade ein bisschen laggy. Da los. So. Erstmal hier alles einsammeln. Und auf jeden Fall einen Rucksack. Ich denke mal, hier wird hundertprozentig einer drin sein in dem Haus. Nein, jetzt sammle ich das ein. Ah ja, den Erste-Hilfe-Kasten, den möchte ich. Hier ist echt kein Rucksack. Aber wir gucken uns gleich hier nochmal durch. Denn ich möchte einen Rucksack. Ich meine, da ist ja auch nochmal ein großes Haus. Dann könnte da etwas sein, eventuell. Oh, wir sind gut drin. Wir sind gut drin im Kreis. Wo gehen denn hier die Treppen hoch? Verdammt. Ach hier. Polizeiweste ist gut. Kein Rucksack in der Nähe. Auf jeden Fall wird das Finale hier irgendwo in der Militärbase sein. Das heißt, wir könnten, weil da keiner gelandet ist, direkt rüber und die ganze Insel looten. Weil da gibt es nämlich auch so ein paar Stellen, die ich gut finde. So. Rucksack! So. Und jetzt ein Auto finden irgendwo. Und rüber auf die Insel. Das Geile ist, wir brauchen ja unbedingt kein Auto. Wir können ja auch einfach ein Boot finden. Das habe ich nämlich ganz am Anfang oft gemacht, wo das Spiel rauskam. Auf der Xbox. Hier von unten auf die Insel drauf. Und dann hier erstmal unten die Häuser weglooten. Weil von unten wird keiner mehr kommen. Die kommen alle von der Brücke. Und dann suche ich mir erstmal ein Boot hier. Da ist auch schon eins. Sehr gut. Und dann einmal um die Insel rum. Und dann hier an den Strand raus. Weil wir sind ja ungefähr so hier geflogen, ne? Ich wollte erst hier raus, ne? Ne, wo wollte ich raus? Egal.
erstmal das Boot fahren. Einer wird auf jeden Fall hier sein. Deswegen müssen wir da aufpassen. Weil den Kreis, den hatte ich nämlich schon so oft und es ist immer auf die Insel gekommen. Deswegen, wenn das stimmt, dass es jetzt wieder auf die Insel geht, das wäre eine coole Sache. Das wäre echt eine coole Sache. So. Hier ist schon mal nichts. Auf jeden Fall, hier wird auf jeden Fall auch sehr viel Loot sein. Ein Boot macht uns auf jeden Fall schon mal sehr mobil. Muss man ganz klar sagen. Vielleicht will ich nicht hier bei dem großen Strand raus, weil da sind wir sehr sichtbar. Vielleicht eher hier. Wenn das denn geht. Aber ich schaue mich auch schon mal hier um. Da hätte man raufgehen können, bestimmt. Ich schaue mich schon mal hier um, ob man hier auch irgendwo raufkommt. Ja, hier. Boot war jetzt sehr doof, weil wir das Boot sehr direkt unbrauchbar gemacht haben. War eigentlich doof, ne? So, und deswegen gehe ich schon mal mit der Map hier etwas runter und dann möchte ich diese Häuser gern looten. Das ist jetzt mein Ziel. Ne, Moment, hier sind wir ja. Diese Häuser. So. Und da können wir ja immer noch hier hin. Wenn wir denn hier jetzt hochkommen. Na? Nee. Hier kommen wir nicht hoch. Eventuell hier. Ja, wenn ich da doch mal schwimmen, ne? Boah, hier kommt man hoch. Ja, ich dumme Sau, habe natürlich gleich das Boot unbrauchbar gemacht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hätte ich auch abwarten können. Aber so weit habe ich nicht gedacht. Nicht wahr? So. Kann man hier stranden? Nö. Doch! Da brauchen wir doch nicht so weit schwimmen. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Sehr gut, dann doch hier hinter.
zu den kleinen Häusern. Das sind ja da drüben die. Ja, da gehen wir jetzt hin. Natürlich hinter dem Hang, wo mich kein Mensch sieht. Wo ist denn der Kreis? Okay. Schon in den Top 50, das finde ich gut. Also die vier, die... Vor denen werde ich schon noch kommen. Beziehungsweise drei. Der Assassin. Der haut jetzt viele weg, ey. Da oben läuft einer. Gucken, ob der da noch ist. Eventuell da hinter dem Baum, ne? So. So, hier nicht runterfallen, weil sonst sind wir tot. Nein, nein, nein! Aber auch geil. So. Komm hoch! Boah, oder da oben die Hütte. Die hier. Ich meine, mich trifft nicht der Schuh. Wir sind mitten im Kreis drin. Extrem gut sogar. Aber wenn es jetzt Richtung Mülltag geht, dann bin ich am Arsch. Ja, aber wenn das schon so ist, dann wird es schon Richtung Military Base gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Jo, wir sind noch drin. Sehr gut. Und wir werden das eventuell danach nicht mehr sein. Was aber nicht so schlimm ist. Denn wir müssen ja nicht mehr so weit fahren. Oder laufen. In dem Fall. Könnte natürlich sein, dass die jemand anderes lootet. Ne, die werden alle in die Richtung Kiste gehen jetzt. Ich aber nicht, ich gehe nämlich hier in die Richtung Häuser. So. Auf jeden Fall sind wir schon in den Top 50. Das ist schon mal gut. So, vollautomatisch. Auch noch umstellen. Wichtig, wichtig, wichtig. Wo landet die Chest denn? Ist sie schon gelandet? Nee, egal. Geht mich gar nichts an. Ich bleib nämlich hier. Klar, irgendwann müssen wir gehen. Aber da können wir uns hier über den Hügel schleichen und das sieht uns kein Mensch. Hier ist die Tür auf. Ja, Mann, eingekillt. Schnell mal hingehen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Shot. Auch mal einen weggepflückt. Das haben wir ja im letzten Part nicht geschafft. Aber der war gut. Den habe ich gut gekriegt. Schnell mal nachladen. Darf ich nicht, oder was? Wo ist denn der? Ach, da. Verbannt, sehr gut. Holovisier, auch gut. Energy Drink nehme ich mit, Rotpunkt-Missil nehme ich mit. Erste Hilfe, Koffer. Was habe ich für einen Rucksack? Egal, Turnschuhe. Kampfhose. Werkzeug, Gürtel kann man auch gebrauchen. 9 mm. Nochmal 9 mm. Schnellmagazin. So. Was haben wir denn hier alles? Holovisier. Kann ich gebrauchen, gut. Rotpunktvisier. Die Pistole, Schnellwechselmagazin. Dann. Ja, ich bin zufrieden. War da jetzt jemand oder sah das nur so aus? Ja, ist immer dieser Staub, der hier durch die Gegend fliegt. Aber lol, wir haben ihn gekriegt, Mann. Der war auf jeden Fall in den Häusern drin. Ich habe seine Schritte ganz leicht gehört, ganz leicht. Da bin ich rausgegangen. Und hab ihn erwischt. Der hat auch keine Waffen gehabt, oder? Wie geil war das denn? Aber es lagen doch ein Haufen im... Haufen darum. Ich will da eigentlich nochmal zurück. Weil jetzt wird da keiner mehr sein. Ich will nochmal gucken nach Waffen, weil ich keine Munition mehr habe für die 5,56er. Das könnte ich halt eventuell noch gebrauchen. Der blaue Kreis kommt zwar. Ja, hier ist 5,56er, sehr gut. Und... ich kann nochmal aufladen. Boah, es wundert mich, hat er hier nichts mitgenommen? Oh, da war der Kreis noch nie. Da war er echt noch nie. Aber das schafft man es auch schnell hin. Okay, ich hau jetzt ab hier. Schau hier oben nochmal, wenn da nichts ist, weg mit. Rauchgranate nehme ich mit. Ey, nimm die doch. So. Ne, ne, Pistole nicht. Da haben wir aber auch einen Aufsatz drauf. Und die muss ich auch mal laden. Ja, da haben wir auch einen Aufsatz drauf. Aber ich bleib hier bei dem Gewehr. Bei der M416. Und jetzt irgendwie dahin, weil da war der Kreis nämlich noch nie so weit oben vom Military Base. So, kann man schon mal hier zoomen.
Und 23. da schon. In den Top 30. Eigentlich wollte ich ja die neue Miramar-Map spielen, aber jetzt haben sie mir die an den Latz gelegt. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Du wirst gleich mal hinlegen. So, in den 21 schon. Sieht er mich? Dann lassen wir weiterfahren. Und der Kreis kommt. Ich muss mich beeilen, verdammt. Aber wir haben ja verbannt. Wir haben verbannt. Boah, da ist die Loot Chest. Ich würde gerne mal so gern reingucken. Einfach mal kurz gucken. Schnell weg. So, rein schaffe ich es auf jeden Fall, denke ich mal. Das dürfte kein Problem sein, weil wenn wir jetzt durch den Kreis sterben, dann wäre echt saudumm. Und wir sind in den Top 20. Yay. Auf jeden Fall gleich erstmal healen, wenn wir drin sind. Komm, 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 komm. Hinlegen und dann healen. Ich nehme den hier, den Erste-Hilfe-Koffer. In den neuen Kreis schaffen wir das auf jeden Fall auch. Auch kein Problem. Noch 18 am Leben. Auf mich wird geschossen, glaube ich. Weiß nur nicht von wo. Ne, auf mich wird nicht geschossen. Sonst hätten sie mich eventuell getroffen. Die könnten hier alle liegen, das ist das Problem. Auf jeden Fall bin ich im Kreis. Der bewegt sich nämlich auch schon. Von wo? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab einfach in die Ecke geschossen. Ich weiß nicht von wo. Auf jeden Fall hat er jetzt eine M16. Wo die Munition alle ist. Von daher soll er's haben. 16 da. Ist gar nicht so kacke. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Denn 100 Abos, ne?
Da kann man auch mal zwei Runden machen und am Ende gibt's noch was zu gewinnen. Also, rein geht's. Und jetzt vielleicht mal die Miramar-Map. Das wäre eine coole Sache. Solo, TPP. Ich wollte mal First Person spielen, aber das spielt keiner. Und wenn ihr gerne mal Bock habt, mit mir eine Squad zu machen, dürft ihr das sehr gerne tun. Denn über Discord können wir uns gerne unterhalten. Und dann können wir auch alles absprechen, wie wir hier vorgehen. Das wäre eine coole Sache. Dann hätten wir nämlich da auch mal eine Squad mit der Community. Das wäre eine coole Sache. So. Aber nicht nur in PUBG oder in PUBGIS. Auch in, weiß ich nicht, Left 4 Dead kann man auch mal zusammen zocken. Mario Kart, klar, Smash. Super Smash Bros., wenn es rauskommt. Bomberman. Ich habe auch hier Bomberman Live, das will ich auch mal spielen, aber das spielt keiner mehr. Also wenn ihr dann Xbox habt, könnt ihr auch gerne mal Bomberman mit mir spielen. Klar, auch Bomberman R auf der Switch, aber auch hier auf der Xbox. Ja, die... Nein, nicht nochmal die Map. Schade, da machen wir Miramar nochmal ein anderes Mal. Und... ja. Bam, batsu, bats, bam, bam, buza, pizza, bam, bat, bam, bam. So. Komm, ich platze jetzt den einen an den Rücken. Komm her! Ja, Mann, komm, komm, komm. So. Jetzt im Prinzip dasselbe Spiel, nur von Süden, ne? Ich habe auch schon ein Ziel im Auge, und zwar genau diese paar Häuser. Ja, da fliegt man jetzt erstmal ein bisschen. Ah, da möchte ich gerne hin. So, da müsste ich jetzt raus. Ich sehe es auch schon da unten. Klar, ein paar werden auf Froschock gehen. Oder auf die Ruinen. Aber ich habe die drei Häuser da im Ziel, im Auge. Die vier Häuser. Ich sehe auch keinen. Klar, es wird schon scharf geschossen, aber... sollen sie das mal tun? Oh, hier liegt im Energy noch ein Rucksack drin. Ich gehe da durch. So, mal schauen. Wallet. Oh, Molly! Wie geil ist das denn? Erste-Hilfe-Koffer, auch gut. Auch gut. Ja, der Kreis ist unten, ich sehe es schon. Aber. Kein Auto. Schnell looten und dann weggehen. Schnell looten und dann abhauen. Neun Millimeter, ja. Draußen gucke ich gleich. Ich will nochmal hier gucken. Erstmal hier die Uzi laden. Zieloptik auch gut. Erstmal hier alles abchecken, was ich habe. Achtmal Zieloptik! Ja, kann ich nichts anfangen mit du. Ich brauche eine andere Waffe. Achtfachsuche. Kann ich aktuell nicht gebrauchen. Leider, ne? Weil das wäre gut. Vielleicht liegt ja hier noch was rum. Oh ja. Eine Machete.
Aber ich bin nicht so der Nahkämpfer. Weil ich glaube, da geh ich eher down. Hier ist nochmal was in meinem Auto drin. Aber ich muss auch los. Ich muss auch los. So. Die rote Zone ist auch aktiv. Das ist natürlich auch geil. Du kannst sie überall rausgucken und von draußen sehen die eigentlich. Aber das ist assi. Deswegen nutze ich das nicht. Und der Kreis ist wieder da unten, verdammt. Was ist denn jetzt los? So. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch eine dritte Runde mache, weil ich hätte gerne noch Miramar, aber das vielleicht mache ich vielleicht ein extra Video mal. Da machen wir jetzt nochmal hier die Map. Da hinten ist die School. Boah, ich brauche ein Auto, wenn ich jetzt nicht ein Boot finde. Aber hier könnte es sehr wohl ein Auto sein. Hier ist Straße, hier sind Häuser. Da könnte doch etwas sein. Ne. Hier ist nichts, also weitergehen. Oh, da oben ist ein Auto. Das könnte fahren. Ja, klar, in den Kreis schaffen wir das. Ne, das fährt nicht. Das fährt nicht. Also gehen wir jetzt mal Richtung Poschnicki. Ich gehe jetzt voll durch, ey. Bisschen Action heute jetzt mal. Einen haben wir jetzt zwar schon gekillt in der letzten Runde. Das war auch cool. Aber der hat auch keine Waffen gehabt. Also von daher ist das auch wieder ein Skill, ein Minus-Skill-Punkt. Das fährt. Das fährt. Und dann würde ich sagen, wieder hier runter zu den Häusern, aber dieses Mal. Und alles andere ist mir egal. Und nicht durch die Stadt. Nicht durch die Stadt. Oder weißt du was? Einfach durch, ne? Einfach durch! Whee! Ja, Mann! Und jetzt in den Kreis rein. Aber nicht hier irgendwo wieder so einen krassen Flip hinlegen. Oh, hier runter. Oh. Nein. So. Ja, die Brücke nehme ich ins Auge. Die hier. Oh, wir sind jetzt in den Kreis drin. Sehr gut, da fährt noch einer. Aber nicht flippen, ne? Das wäre doof, wenn ich jetzt irgendwo sterbe.
So, Vollgas, komm. Planänderung. Ich habe andere Häuser gesehen. Und hier steht ein Auto. Das heißt, da müsste nicht unbedingt jemand sein. So. Looten wir hier nochmal alles durch. Klar, jetzt sind wir mega anfällig für Boote. Die kommen. Aber ich will halt eine Waffe, mit der ich mit den Achtfachsucher was anfangen kann. Weil das könnte hier gar nicht so unspektakulär sein. Auf der Insel, ehrlich gesagt. Wenn ich mich da wieder auf den Hügel lege. So, ich lasse jetzt die Tür auch auf, ne? Da geht's raus. Nicht erschrecken, ich glaube, das sind nur Leute, die über die Brücke fahren. Weil die auch hier gleich ist. Waren wir hier schon drin? Klar, die fahren alle über das Haus, über die Brücke. Kann man auch hier schön beobachten. Obwohl, ich habe nichts gesehen. Es kann doch nicht angehen, dass wir hier nichts haben, wofür man den Achtfachsucher brauchen kann. Oh, das Haus sieht gut aus. Denkst du, hier ist gar nichts, du. Helmstufe 2. Ja, nehmen wir den. Oh! Kann ich den... Jo, genau! Ja, geile Nummer! So, gleich mal wechseln auf die. Und wir sind immer noch in den Kreis. Sehr gut. Aber jetzt würde ich mein Auto schnappen wollen. Boah, wie geil ist das denn? Wo ist mein Auto? Davon ist mein Auto. So. Ziel ist es jetzt, hier runter zu gehen. Aber nicht hier das Haus mitnehmen. So.
Jetzt werde ich fast wieder meinen Plan ändern wollen. Mal, guckt euch mal den nicen Platz an, ey. Auto, geh aus, Mann! Das Auto soll ausgehen. Ich will jetzt nicht, dass das bei mir landet. Ne, tut's auch nicht. Ich sehe hier nirgendwo niemanden. Da hinten ist es. Ist der jetzt gestorben? Ich gehe mal von meinem Auto weg. Nicht, dass das für die eine Hilfe ist. Zum Snipern ist der Platz aber mega gut. Es wäre geil, wenn ich gleich nochmal in den Kreis bin. Nicht bewegen, es wird geschossen. Das war hier in dem Bereich irgendwo. Sag mal, kann mein Motor mal ausgehen, bitte? So, schon mal runterzoomen. So. Die können da überall sein. Mit der Waffe bin ich zufrieden, Mann. Aber das sind keine. Jetzt mal gucken, wo es hingeht. Ah, da unten. Okay. Dürfte im Prinzip der andere Hügel sein. Boah, ich gehe jetzt voll hier ins Kreuzfeuer rein, kann man sagen. Meine Ausrüstung ist gut. Kann ich mit leben, durchaus. Vielleicht habe ich ja von da aber einen besseren Platz. Eine bessere Sicht. So. Oh, rote Zone direkt in der Militärbase. Alter, Alter, was ist denn jetzt los? Auto könnte kommen gleich. Rote Zone ist doch schon weg. Ich bin jetzt, kann man sagen, gut am Rand des Kreises.
Ich bin nicht an der Straße, ich bin mitten da auch in den Büschen. Die Frage ist, wo landet wieder das blöde Ding? Ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Ich bin zufrieden mit meiner Ausrüstung. Klar, wäre noch ein Polizeiweste gut. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Da hinten in den Häusern, Alter. Wenn ich da hingekommen, gleich am Anfang, ne? Wo ich es gesagt habe. Ah, dann bin ich noch zu den anderen. Zum Glück. Zum Glück wegen der Waffe. Klar. Aber in den Häusern wäre man jetzt gut drin, ne? Nicht bewegen. So. Ich habe noch keinen gekillt, aber wir sind schon wieder in den Top 30. Und wir sind gut in den Kreis. Militärbase wäre super jetzt, muss man sagen. Ach du Scheiße! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Da hinten fährt ein Auto. Ich muss laufen, weil ich ziemlich weit am Rand bin. So, Bäm! Tot, Junge! Eingekillt, sehr gut. Zweiter Kill heute. Aber weiter gehe ich jetzt nicht. Sehr gut, sehr gut. Da scheint noch einer zu sein. Könnte sein, dass er den jetzt looten geht. Dann müssen wir das nutzen. So, wo ist er? Nein! Mit was denn? Durch den Baum durch oder was? Aber 17, der geil! Ein Kill wieder gemacht. Und dann würde ich sagen, das war's mit Pupkes für heute. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt die Belosung bekannt. Ihr bekommt 25 Euro Gutschein im eShop, beziehungsweise bei Steam oder Xbox Live. Und dann würde ich sagen, müsst ihr wissen, welchen Platz ich gemacht habe beim letzten Mal. PlayerUnknown's Battlegrounds. Das schreibt ihr in die Kommentare und dann seid ihr mit dabei. Und natürlich liken, abonnieren und das ganze Dödel, was da dazugehört. Auf jeden Fall 25 Euro Gutscheine. Steam oder eShop oder Xbox Live. Und ihr müsst nur wissen, welchen Platz ich das letzte Mal hatte bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao und nochmal danke, danke, danke für 100 Abonnenten. Hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe. Und ich sage Dankeschön, bis dann, auf Wiedersehen und ciao.